Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ground and Pound Radio. Heute nicht mit dem üblichen Moderator Martin Tauer, der sich in einen wohlverdienten Wochenendurlaub geflüchtet hat. Ich werde das Ganze heute kommissarisch übernehmen. Mein Name ist Marc Bergmann und mir zur Seite stehen heute meine geschätzten Kollegen, die Ground and Pound Redakteure Daniel Leifeld und Konstantin von Leinden. Hallo ihr beiden. Hallo, hallo. Hallo zusammen. Als MMA-Fan hat man zurzeit wahrscheinlich die Zeit seines Lebens. Selten gab es so viele Veranstaltungen in einer so kurzen Zeitspanne wie momentan. Nachdem UFC 135 am vorvergangenen Samstag über die Bühne gegangen ist, gab es am letzten Samstag die finale UFC-Show auf dem US-Sender Versus. UFC Live on Versus 6 mit einem Titelkampf. Das erste Mal, dass es einen Titelkampf im frei empfangbaren US-Fernsehen zu sehen gab. Dominic Cruz, der Bantamgewichts-Champion, hat seinen Titel verteidigt gegen Demetrius Johnson. Wir werden heute darüber sprechen und auch über all die anderen Hauptkämpfe vom vergangenen Samstag. Und am nächsten Samstag geht es schon weiter. Es gibt eine weitere UFC-Veranstaltung, diesmal ein Pay-Per-View, UFC 136, mit gleich zwei Titelkämpfen, nämlich dem lang erwarteten dritten Aufeinandertreffen zwischen Frankie Edgar und Gray Maynard. Der Leichtgewichtstitel steht hier auf dem Spiel. Und einem Federgewichtstitelkampf zwischen Jose Aldo und Kenny Florian. Dazu allerdings später mehr. Kommen wir nun zur Veranstaltung vom vergangenen Samstag, UFC Live on Versus. Die Veranstaltung eröffneten Matt Wyman und Mac Danzig. Beide standen schon einmal im Octagon sich gegenüber, damals mit einem etwas kontroversen Ende. Mac Danzig wurde von Wyman in einer Guillotine gefangen und der Referee brach den Kampf damals ab. Es war damals Eve Levine. Obwohl Mac Danzig nach eigener Aussage nicht wirklich in Gefahr war, auch nicht getappt hat. Und sich danach auch wirklich extrem beschwerte. Nun gab es den Rückkampf und der lief nicht wirklich besser für Mac Danzig. Zwar musste er diesmal nicht in einer Submission aufgeben, verlor aber nach Punkten. War der Sieg von Matt Wyman gerechtfertigt? Was meint ihr denn? Ja, er war definitiv gerechtfertigt. Also in der ersten Runde fand ich es eigentlich noch relativ ausgeglichen. War ja eine absolute Schlacht im Stand, aber da hat Mac Danzig sich noch verblüffend gut halten können. In der zweiten und in der dritten fand ich es dann vor allen Dingen verblüffend, wie viele Treffer dieser Mensch augenscheinlich einstecken kann, ohne K.O. zu gehen. Ich habe irgendwann aufgehört, die Ellbogen zu zählen, die da auf seine Nase einprasselten, aber es war auf jeden Fall im hohen zweistelligen Bereich. Er hat sich wacker gehalten über drei Runden. Er hat auch irgendwie bis zum letzten Augenblick noch rege Gegenwehr geleistet, sogar in den letzten Sekunden nochmal eine Guillotine angesetzt, auch wenn sie dann nicht eng genug war. Aber Wyman hat einfach mehr Druck gemacht, die mehr Treffer gelandet. Vor allen Dingen halt je weiter der Kampf fortschritt, wurde das immer deutlicher und in meinen Augen auch zurecht gewonnen. Meinst du, dass die Guillotine tatsächlich nicht eng genug war? Mir kam es so vor, als wäre er da wirklich von der Rundenglocke am Ende gerettet worden. Das ist schwer zu sagen. Also man sieht ihn dann zum Ende des Kampfes relativ locker aufstehen. Das kann allerdings natürlich auch daran gelegen haben, dass Danzig dann eben losließ, weil es halt vorbei war. Schwer zu sagen. Also sie sah gut aus, wie er so gesprungen ist und Guard gepullt hat. Sah es schon nach einem vielversprechenden Versuch aus, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, okay, er hätte den Kampf jetzt definitiv in den nächsten 10 Sekunden gewonnen, wenn er die noch gehabt hätte. Ja. Also ich muss sagen, ich bin vollkommen deiner Meinung. Ich habe Matt Wyman hier auch als klaren Sieger eigentlich gesehen. Dennoch gab es nach der Urteilsverkündung einige Buhrufe in der Halle, um nicht zu sagen sehr, sehr lautstarke Buhrufe. Und auch vor der Urteilsverkündung sah Mac Danzig wirklich so aus, als wäre er davon überzeugt, diesen Kampf gewonnen zu haben. Man sieht das ja öfter von Kämpfern, aber diesmal wirkte das weniger gespielt, sondern wirklich so, als wäre er sich da sicher, die Punktentscheidung abgegriffen zu haben. Was meint ihr, warum? Wieso könnten andere Leute den Kampf anders gesehen haben, als wir beide das jetzt zum Beispiel getan haben? Ja, also Konstantin hat es eben schon angesprochen. Mac Danzig hat sehr viel auf die Mütze bekommen, aber kam immer wieder zurück. Und da wirkte er teilweise auch sehr gefährlich, hat einige Körpertreffer gelandet, wurde dann aber hin und wieder dann auch in seiner Offensive von Matt Wyman gebremst und hat dort sehr harte Knie, gerade in der zweiten Runde, zum Körper bekommen, die ihn dann haben wieder zurückfallen lassen. Die Judges, wie sie das jetzt gewertet haben, also aus meiner Sicht hat Matt Wyman auch verdient gewonnen. Zum Thema Aggressivität und auch Wirkungstreffer geht das ganz klar an Matt Wyman. Es ist halt ein Kämpfer, der gerade sich in dem Kampf befindet, der bekommt halt mit, dass er dort auch gute Gegenwehr setzen kann. Und das
schätze ich mal, ist McDancic auch durch den Kopf gegangen. Er hat sich aus sehr gefährlichen Positionen befreit. Gerade auch die Armbar in der zweiten Runde sah sehr tief aus. Und dann würde ich sagen, hat McDancic sich vielleicht auch gedacht, da habe ich mich rausbewegt. Also dieser defensive Part, der geht ganz klar an meine Seite, dass ich da fähig war, aus so einer tiefen Armbar wieder rauszukommen. Und dann kann es natürlich auch mal der Fall sein, dass man denkt, ja, ich habe gezeigt, dass ich alle seine aktiven und gefährlichen Situationen überstanden habe und darum könnte der Sieg auch an mir gehen, also an mich gehen. Im zweiten Kampf des Abends, ein Weltergewichtsduell, standen sich zwei Männer gegenüber, von denen vorher einige sehr hohe Erwartungen in der Weltergewichtsdivision hatten. Zum einen Charlie Brenneman, der ist bei der letzten UFC On Versus Veranstaltung im Grunde ja, in der Weltergewichtsszene aufgeschlagen ist wie eine Bombe, als er vollkommen überraschend Rick Story besiegen konnte. Ist, glaube ich, einen Tag vorher oder so damals nur eingesprungen und konnte Rick Story dort wirklich deutlich besiegen. Er hat es nun mit einem weiteren vielversprechenden aufsteigenden Weltergewicht zu tun bekommen, nämlich mit Anthony Rumble Johnson, das wohl größte, muskulöseste und kräftigste Weltergewicht in der UFC, ein unglaublicher Riese für diese Gewichtsklasse. Und diesmal lief es für Brenneman nicht ganz so gut, diesmal hat es zum Überraschungssieg nicht gereicht, ne? Ja, in der Tat. Also die haben sich jetzt irgendwie der Reihe nach gegenseitig so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Erst war ja Rick Story der aufsteigende Star im Weltergewicht und sah sehr, sehr vielversprechend aus. Dann hat er wirklich überraschend gegen Brenneman verloren, aber damit übertrug sich halt sozusagen dieser Hype, der vorher noch um Story umgeben hat, so ein bisschen auf Brenneman. Und ja, jetzt ist das Ganze dann an Johnson weitergereicht worden, der ja sowieso irgendwie ein imposanter Kämpfer ist, allein schon aufgrund der von dir gerade angesprochenen wirklich enormen Größe. Ich musste tatsächlich nochmal nachschauen, ob ich nicht gerade einen Mittelgewichtskampf gucke, als ich das sah. Zum Kampf als solchem, ich bin nicht extrem überrascht von dem Ergebnis, ehrlich gesagt, denn es war bekannt, dass Brenneman kein wahnsinnig starker Standkämpfer ist. Seine Stärken sind im Wrestling und am Boden hat er auch ein relativ gutes Submission-Game und sein Problem gestern war schlicht und ergreifend, dass er es mit einem Gegner zu tun hatte, der eben auch ein sehr, sehr starker Wrestler ist, auch ein guter defensiver Wrestler ist und der ihm im Standkampf halt um Längen überlegen ist und insofern war er da gezwungen, in einem offenen Gebiet zu kämpfen, wo er halt absolut nicht in seinem Element war. Ja, ohne Frage, das hat man am Finish ja auch gesehen. Ein linker High Kick von Anthony Johnson hat das Ende des Kampfes heraufbeschworen, hat Brenneman, der gerade aufgestanden ist, am Kopf getroffen. Brenneman ging zu Boden, sah kurzzeitig so aus, als wäre er K.O., konnte sich aber dennoch abfangen, war definitiv noch im Kampf. Der Referee hatte den Kampf dennoch beendet. Brenneman hatte sich darüber sehr geärgert. Auch die Kommentatoren in den USA hatten von einer zu frühen Stoppage gesprochen. Wie seht ihr das denn? Wurde der Kampf zu früh abgebrochen oder ging das so noch in Ordnung? Ja, man kann schon sagen, im Endeffekt, dass er vielleicht ein wenig zu früh gestoppt wurde. Jedoch befürchte ich, hätte Anthony Johnson nachgesetzt, hätte Charlie Brenneman die Schläge seines Lebens bekommen. Für mich die entscheidende Situation war eigentlich nicht das Aufstehen und der Kick, der letztendlich auch zum Kampfabbruch geführt hat, sondern in der Position, wo Charlie Brenneman sich wirklich 2 Minuten halt befunden hat, wo er nämlich mit dem Kopf auf dem Boden gefangen in einem, ja, ich nenne sowas immer Kanickel-Fangschlag-Position war. Und zwar hat Anthony Johnson da wirklich eine sehr, sehr gute ringerische Taktik angewandt, und zwar den rechten Unterarm auf sein Genick gestützt und damit den ganzen Druck auf Charlie Brenneman seines Körpers da wirklich aufs Genick gedrückt. Und das lässt auch einen starken Ringer verharren. Also es sah ja wirklich aus, als ob er wie ein Abziehbild da unten auf dem Boden klebt und sich nicht mehr bewegen kann. Aber jeder, der mal ab und zu auf der Matte rollt, der weiß ganz einfach, da im Genick, da ist auch zum Teil das zentrale Nervensystem, was darunter läuft. Und wenn da Druck drauf geübt wird, da kann man sich schon nicht mal mehr überhaupt rausrollen. Und da hat er wirklich heftige Uppercuts als auch Knie reinbekommen und die haben ihn wirklich zermürbt und das konnte man auch sehen und dadurch fand ich, war auch nicht in der Lage, wieder explosiv aufstehen zu können, was sich dann am Ende des Kampfes wirklich dann angedeutet hat. Ja, da sind einfach wieder die enormen Gewichts- und Kraftvorteile von Anthony Johnson ins Spiel gekommen, muss man ganz klar sagen, der ja, wie Konstantin gerade schon erwähnt hat, eher aussieht wie ein Mittelgewicht, Offseason glaube ich sogar schwerer ist als ein Halbschwergewicht und es wird, denke ich, sehr schwer sein,
ihm ringerisch in der UFC-Wertegewichtsdivision beizukommen. Ganz allein, ganz einfach durch seine Größen- und Kraftvorteile, Konstantin. Was meinst du? Ja, das ist sicher absolut richtig. Ich meine, ich will ihn jetzt nicht als den künftigen Weltergewichts-Champion feiern. Da gibt es dann doch noch einige Leute, die ihm da irgendwie im Weg stehen. Die Frage ist natürlich auch, wenn er jetzt, wenn wir sagen wir mal in Richtung eines Titelkampfes denken würden oder auch nur in Richtung eines wirklich fordernden, wirklich anstrengenden Drei-Runden-Kampfes gegen jemand wie John Fitch oder so, dann müsste sich erstmal zeigen, wie gut er das dann konditionell durchhält, denn der Mensch muss ja wirklich unglaublich viel Gewicht machen, der muss ja wahnsinnig viel abkochen, nehme ich an. Und bekanntermaßen ist das natürlich für den Körper auch eine immense Belastung und kann sich dann gerade in den späteren Runden auch durch konditionelle Probleme äußern. Also das ist sicherlich eine Frage, die er dann irgendwie noch würde beantworten müssen. Aber er ist auf jeden Fall vielversprechend, er sah gestern sehr gut aus und ich stimme Danny da auch zu, ob der Kampf jetzt vielleicht eine Idee zu früh abgebrochen wurde, das mag schon sein, aber ich denke nicht, dass es signifikant anders gelaufen wäre, wenn man ihn jetzt noch länger hätte laufen lassen, sondern ich hätte Johnson so oder so als Sieger gesehen. Ja, insofern bin ich mal sehr gespannt, wen er als nächstes vor die Flinte bekommt und wie er sich da behaupten wird. Ja, nicht lang gelaufen ist auch das Duell zwischen Patrick Barry und Stefan Struve, dem holländischen Riesen. Sah am Anfang ein bisschen aus wie ein Duell David gegen Goliath. Ich hatte mich schon, als dieser Kampf angekündigt wurde, auf den Stairdown der beiden gefreut. Sah dann in der Tat auch in Realität ganz lustig aus. Der kleine, doch etwas stämmige Barry gegen den schlaksigen Riesen Struve war ganz lustig. Dennoch konnte Struve seine Reichweitenvorteile nicht wirklich nutzen. In der Vergangenheit hat man das schon gesehen, dass er Probleme mit der Distanz hat. Hat euch trotzdem überrascht, dass Stefan Struve, der ja auch ein gelernter Kickboxer aus Holland ist, wo ja bekanntlich nicht die schlechtesten Kickboxer herkommen, solche Probleme hatte mit Patrick Barry im Stand? Ja, ich check eigentlich zwei Sachen bei Struve nicht. Das eine ist, warum er nicht einfach sich wirklich mal einen vernünftigen Jab aneignet irgendwie. Also so lange Gliedmaßen, wie dieser Mensch hat, plus natürlich noch den Höhenvorteil, den er auch gegenüber so ziemlich jedem hat, wäre das doch wirklich schon mal eine wahnsinnig effiziente Waffe, um, naja, mindestens um den Gegner auf Distanz zu halten oder eventuell auch, um ihn auf diese Weise zu zermürben. Ich könnte mir durchaus denken, dass hinter dem Jab von so einem 120-Kilo-Mann auf 2,12 Meter auch schon genug Wucht liegt, um bei wiederholten Treffern eine Menge Schaden anzurichten. Naja, also wie gesagt, das ist das eine, was ich irgendwie von ihm konstanter sehen wollen würde. Das andere ist, dass seine Deckung einfach immer noch mies ist. Ist ihn diesmal nicht wirklich teuer zu stehen gekommen, so wie zum Beispiel in seinem letzten Kampf, ist aber nichtsdestotrotz der Fall. Also wenn man mal darauf achtet, wie oft er seine Hände so auf Brusthöhe hat, teilweise sogar noch niedriger, da ist immer das Risiko gegeben, dass der Gegner halt mal schnell einen Satz nach vorne macht und ihn irgendwie mit dem Schwinger erwischt. Hat Patrick Barry auch das ein oder andere Mal versucht. In diesem Fall, wie gesagt, ist es nicht so gekommen, aber es war in der Vergangenheit öfter so und es wird auch in der Zukunft wieder so sein, wenn er nicht mal lernt, sich da wirklich eine vernünftige Deckung anzueignen. Ja, also wie du schon gesagt hast, Patrick Barry ist das ein oder andere Mal mit wirklich guten Treffern durchgekommen, vor allem in der zweiten Runde. Sah es so aus, dass er langsam beginnt, sich wohlzufühlen, etwas lockerer wird, konnte immer mehr Treffer landen und das Heft so ein bisschen in die Hand nehmen. Und Struve wurde es da scheinbar zu bunt, er hatte den Kampf auf den Boden verlagert, ja, konnte den Kampf dort auch relativ schnell mit einem Triangle Choke beenden. Also zuerst muss man natürlich sagen, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da den Bodenkampf zu suchen. Was man sich nur fragen muss, ist, Patrick Barry trainiert nun seit einiger Zeit bei Brock Lesnar im Team. Das sind alles Ringer, aber sollten wenigstens im Bodenkampf auch ein bisschen Submission-Verteidigung üben. Das hat Patrick Barry bis jetzt in seiner gesamten UFC-Zeit noch immer noch nicht auf die Reihe bekommen, eine Submission zu verteidigen. Denn in diesen Triangle Choke hat er sich ja im Prinzip reinbegeben, kann man fast sagen. Was meint ihr? Ja, da kann ich schon zustimmen. Was man sehen konnte, also am Anfang wirklich die Positionsarbeit noch versucht hat hinzubekommen, konnte man eine kleine Explosivität sehen, dass er in die Sidemount auch kurzweilig gekommen ist. Aber ganz einfach das Spiel mit den Armen, also dass man mal die Ellbogen breit macht, um dass auch dann Struve die Triangle dann nicht so leicht bekommt, da nimmt er sogar den Arm weg. Also das waren schon Fehler, da müsste er mittlerweile daraus gelernt haben aus den letzten Kämpfen. Und ja, dann der Verzweiflungsakt da mit diesem Slam hat ihn dann letztendlich
ja, praktisch einen Sargnagel eingeschlagen, dass er dann auch wirklich tappen musste, weil dadurch ist er noch tiefer reingekommen.